Dritter Tag der Redmobil 2019 hier in Fulda. Wir sind heute Morgen hier bei Texport. Texport ist der Marktführer bei der Brandschutzkleidung in Europa. Hast du irgendwelche Erwartungen hier an den Dreh? Er ist sprachlos. Und ich denke, wir gehen einfach mal in den Stand und schauen, was uns erwartet. Ich bin jetzt auf dem Texport-Stand angekommen. Ich habe den Herrn Heinemann bei mir. Der Herr Heinemann ist Gesamtverkaufsleiter von Texport. Herr Heinemann, was finden denn die Besucher hier an Ihrem Stand dieses Jahr wieder neu? Ja, schönen guten Morgen erstmal und herzlich willkommen auf dem Texport-Stand im Rahmen des Redmobil 2019. Neben den bekannten Material- und Verarbeitungs-Highlights von Texport, die der Markt ja schon seit Jahren kennt, haben wir speziell zwei neue Serien, die Fire Survivor Jacke und Überhose und die Firebreaker Action Nova, speziell hier als Erstvorstellung für den Markt. Was ist an diesen Jacken so Besonderes? Das Besondere ist, dass sie basierend auf unseren Highlights, die wir schon länger einsetzen, nochmal in puncto Ergonomie und Schutz einen Schritt nach vorn gehen, um weiter den Weg, den bestmöglichen Schutz zum größten Komfort für den Feuerwehrmann zu gewährleisten. Also Sicherheit und Ergonomie steht bei Ihnen ganz, ganz oben. Was macht das Thema Feuerkrebs bei Ihnen? Die Partikel, Grußpartikel, wie werden die bei Ihnen abgefiltert? Grundsätzlich ist natürlich ein über dem ganzen Markt stehendes sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns nicht seit gestern beschäftigen, sondern schon sehr, sehr lange intensiv mit diesem Thema und den Fakten umgehen. Im Rahmen der Partikelschutzhaube ist ja ein großes Thema im Markt, wo wir neue Entwicklungen dabei haben, als auch Lösungen gemeinsam in dem Partikelschutz der Schutzbekleidung zu finden, die für den Feuerwehrmann den entsprechenden Schutz, zusätzlichen Schutz bieten, die aber weiterhin praktikabel bleiben, um seinen Job auszuüben. Zwei weitere Besucher finden wir hier auf dem Stand. Recht sprachlos. Aber Herr Heinemann, die beiden haben was auf dem Kopf. Ja, genau. Und das Thema Partikelschutz in der Flammschutzhaube ist ja ein über die ganze Messe sehr wichtiges Thema. Und hier stehen unsere beiden Lösungen dafür. Was hat sich daran geändert? Ja, die Lösung dafür ist, dass, wenn man das wirklich Problem lösen will, dann grundsätzlich mit einer Membran innen drinnen arbeiten kann oder muss und dass man sehr stark darauf achten muss, dass keine durchgehenden Nähte in den Innenbereich gehen, um wirklich die Partikel, um die es geht, außen vor zu halten, nicht durchdringen zu lassen. Wir haben jetzt gerade gehört, Partikeldichte, wie wird das denn gemessen? Ja, grundsätzlich gibt es den aktuellen Test in den USA, die sich ja schon seit sehr, sehr langem damit beschäftigen. Und dort wird in einem Labor die Partikeldichte nachgewiesen und wir sind sehr stolz, dass wir für diese Produkte nachweislich eine 99,9%ige Partikeldichte zertifiziert bzw. nachweislich dokumentiert nachweisen können. Und das gibt dem Feuerwehrmann die 100%ige Sicherheit, dass das in diesem System funktioniert. Also Flammschutzhaube gemeinsam mit Ihrer Brandschutzkleidung ist der 99%ige Schutz? Wir denken schon und sind sehr stolz darauf, dass wir die Feuerwehr schützen dürfen. Herr Heinemann, Partikelschutz ist ein sehr wichtiges Thema bei Texport. Wie kann ich mir das denn in einer Jacke vorstellen? Ja, grundsätzlich ist es einfach formuliert so, dass wir das Ziel erreichen müssen, dass man schlussendlich überall, wo die Jacke offen ist und sich diese Partikel reinziehen können, versucht zu schließen. Hier in diesem Fall sehen Sie im unteren Bereich der Jacke einen zusätzlichen Verschluss vom Skifahren her kennen vielleicht, wobei wir hier natürlich vom ganz anderen Schutz reden, die Möglichkeit zu haben, diese Jacke in dem Innenbereich am Körper zu schließen, sodass ich nicht reinziehen kann. Und das gleiche System könnte man oben am Kragen genauso forcieren, indem man oben den Kragenbereich, der offen geschaltet ist von oben, versucht, möglichst zu schließen. Was nicht zu vernachlässigen ist, dass man weiterhin die Luftzirkulation in der Bekleidung beachtet, denn das ist ein wichtiges Thema. Das zusammen zu lösen, ist die große Herausforderung und in diesem Produkt umgesetzt. Texport Fire Survivor. Herr Heinemann, ein sehr spezieller Name. Was steckt denn dahinter? Ja, grundsätzlich steckt dahinter, dass wir die neue Serie, die wir hier vorstellen, die wir in Ergonomie und in Ausstattungsdetails nochmal verbessert haben und speziell hier liegend kurz gezeigt, dass überall das Thema IRS-Systeme, integrierte Rettungssysteme ein Thema ist und die Verstaumöglichkeit zum besten Komfort natürlich ein großer Punkt ist. Insofern hat diese Fire Survival Serie neben vielen weiteren Punkten zukünftig zwei Verstaumöglichkeiten rechts und links für rechts- und linkshändische Benutzung, sodass das bestmöglichst verstaubar ist und eigentlich ein Plus an Nutzungsgrad da ist, aber kein Verlust an Komfort. Texport zeichnet sich aus durch fast 100%ige Sicherheit gegenüber Feuerkrebs, große Komfortabilität im Bereich der Jacken. Kommt vorbei auf der Redmobil Halle E, Stand 1120 und ich denke, Herr Heinemann, ich nehme die Jacke mit.